Ja, diese so 10, 26 werden da immer hinter uns. Hinter uns. Ist denn die hinter uns wieder? 103 meldet ja. sich ab. Für uns warte mal langsam. Ja. Erfahren. Wir sind mal in die Speedcam. Mal sehen, kurz zwei aus. Also, geht die 31 Streifen da. Shots fired! Okay, Fehlzündung. Fehlzündung. Oh mein Gott. Kollege, Mann! Ich hab grad. David, atme mal durch. Alles gut. Tut mir leid. Sind jetzt in der Speedcam drin? Ja, ich bin es. Die 410S hatte gefunkt. Alles gut. Code 4, Fehlzündung. Keine Shots fired. Wir sind trotzdem in der aktiven 1060. Na, ich bekomme ja, Messungen, wir sind nicht dran. Kollege, übernehmen Sie mal. 1020 Prüfung. Ja. An Richtung Norden, Richtung Meriwetter. Ja. Norden, an Meriwetter vorbei. Höhe ist East Highway, auf der Landstraße. Pferde Ranch. Der Fernbahn. Weiter auf den Norden ist die Stahlwerke. Gottes Willen, der hat mich zu Tode erschrocken. Idee, ja. Ich glaube, so ein lautes Schutzfeuer habe ich schon lange nicht mehr geschrien. Wer ist die Tankstelle hier nochmal? Ah, ist die Stahlwerke-Tankstelle. Weiter auf dem Norden ist die Stahlwerke-Tankstelle. Weiter auf dem Norden ist die Stahlwerke-Tankstelle. Weiter schwach, gleich verloren. Frage, sind S2-Einheiten in der Nähe, die von der anderen Seite kommen können? 518 kommt von der Fort St. Tankstelle. Ja, dann Route 68, wir kommen auf Harmony raus, auf der Kreuzung. Danke. Ich hole ihn wieder ein. Negativ, der ist vorher abgebogen in die Vinewood Hills. Gehen Sie nochmal wieder in die Speedcam rein. Na, check. Wir sind jetzt in den Vinewood Hills auf der Straße, die sich Richtung Westen krümmt. Das ist eine Straße nördlich der Route 68. Wir kommen jetzt bei der Great Chaparral Farm raus. Weiter Richtung Westen. Hält an. U-Turn, der kommt Ihnen entgegen. Blocken Sie ab von unten. Speedgun ja, sollen wir gleich haben. Check. Ja, check, Verfolgung geht weiter, Roadblock nicht effektiv, wir verfolgen jetzt wieder Richtung... Wir verfolgen jetzt wieder Richtung Osten, kommen jetzt wieder auf Harmony zu. Jetzt werden Speedcam gut. Ja, klappt nicht. Abgebogen wieder Richtung Süden, wir fahren wieder zurück in die Stadt, wir sind an dem Dirt Track, Ostseite, Korrektur Westseite, Dirt Track Richtung Süden. Gleichhöhe der Pferderanch Richtung Süden. Geben Sie mal... Megafon durchsagen. SAPD, ja. Halten Sie an, fahren Sie rechts an die Seite. Wir haben Ihr Kennzeichen, das hat ja, keinen Sinn mehr. Sorry, ich hab euch echt... ja, Speedcam will nicht. Ja, jetzt für Pferderanch weiter Richtung Süden. Kommt dann gleich an der Meriwether... Roadblock steht, 413 steht, bisschen weiter südlich check. Von euch. Wir sind jetzt gleich auf der Höhe Vinewood Bowl Kreuzung. Ja, sehen Roadblock. Stehen bleiben. Roadblock nicht effektiv. Weiter Richtung Süden. Höhe Vinewood Bowl. Abfahrt. 413 steht sicher. Sind jetzt Höhe des Wasserwerks in Vinewood. Weiter Richtung Süden. Vinewood PD. Weiter Richtung Süden. Weiter Richtung Süden. Höhe ehemals abgebogen Richtung Westen. Jetzt südlich der Vinewood Gardens. Richtung Westen. Südlich, ja, Vinewood, südlich Vinewood Plaza, weiter Richtung Westen. Ja, den Interceptor hinter uns, die 431, gucken wir, dass die Roadblocks machen und nicht direkt an das Gesicht. Wir sind gerade komplett auf der Spanish Avenue Richtung Westen unterwegs. Wir sind jetzt gleich nördlich des ehemaligen Venture-Gebäudes, davon Richtung Westen weiter unterwegs. Wir sind jetzt Höhe des Epsilon-Gebäudes, weiterhin Richtung Westen. Westseite Epsilon-Gebäude abgebogen Richtung Süden. Wir kommen jetzt bei der City Hall. Negativ, wir sind bei der Rockford Church Richtung Westen abgebogen. Südlich Rockford Church Richtung Westen. Südlich Rockford Hills Schild Richtung Westen. Wir sind jetzt am Golfplatz südlich davon Richtung Westen. Negativ, wir fahren an der Westseite des Golfplatzes Richtung Nordwesten.
Straße krümmt sich Richtung Westen. Wir sind jetzt an der abgebogen in Richtung Süden am Ende des Golfplatzes. Fahren dort weiter Richtung Westen, sind bei ehemaligen Hutladen weiter Richtung Westen. Abgebogen in Richtung Norden in der Nähe der Safe Zone. Abgebogen in Richtung Westen südlich des Morningwood Friedhofs. George Morningwood abgebogen wieder Richtung Süden. Sind jetzt wieder abgebogen in Richtung Westen, Cougar Avenue, Nähe Coquellas, nördlich der Perro Plaza, nördlich der Perro Plaza, Richtung Süden abgebogen wieder, abgebogen in Richtung Osten. Wir kommen jetzt auf das Casa zu. Ja, Roadblock nicht effektiv, wir sind abgebogen Richtung Süden, fahren jetzt auf die Staatsanwaltschaft zu. Süden, weiter aktiv, Höhe Staatsanwaltschaft, weiter Süden, Höhe Bundesparkhaus, weiter Richtung Süden, gleich Höhe VPD. Ja, Höhe VPD weiter Richtung Süden. Wir fahren westlich des koreanischen Denkmals weiter Richtung Süden. Höhe Dillys Car Dealership weiter Richtung Süden. Nördlich der Fahrschule weiter Richtung Süden. Wir sind jetzt in La Puerta. Sind abgebogen in Fahrtrichtung ACLS. Negativ fahren auf LS Resources zu. Weiterhin südliche Fahrtrichtung. Abgebogen in Richtung Osten. An der Unterführung LS Resources weiter Richtung Osten. Kommen auf die Mace Bank Arena zu. Straße vor der Mace Bank Arena krümmt sich Richtung Norden. Wir sind auch abgebogen auf die Mace Bank Arena Richtung Osten. Wieder abgebogen in Richtung Norden bei der Mace Bank Arena. Westlich Mace Bank Arena Richtung Norden. Überführen die Brücke über die Kanäle Richtung Norden. Sind jetzt Höhe der LTD, der Mega Mall, weiter Richtung Norden. Weiter Richtung Norden. Wir sind mittlerweile auf Höhe Davis PD Richtung Norden. Davis MD Richtung Norden. Straße krümmt sich Richtung Osten. Wir fahren weiter Richtung Osten, überqueren die Kanäle in East LS weiter Richtung Osten. Wir kommen dann gleich FD raus. Ja, so positiv, weiter Richtung Osten, gleich Höhe FD. Frage Overwatch verfügbar. Höhe FD weiter Richtung Norden abgebogen. Wir sind bei der FD-Tankstelle Richtung... Wir sind Richtung Norden an der FD-Tankstelle unterwegs. Kommen dann gleich Mirror Park raus. Liquor Store, Mirror Park, weiter Richtung Norden. Brick with Break, ich habe gerade eine Notiz erhalten. Eine Frau scheint bewusst am Hafengebiet von mehreren Fahrzeugen verfolgt zu werden. Der Racing Stainer ist in vielen Schüsse, könnte aber auch eine Ablenkung sein. Der Anruf kommt unbekannt rein. Wir sind jetzt Höhe ehemaliges Cool Beans, Morningwood, Mirror Park Tankstelle Richtung Süden, abgebogen Richtung Westen. Break. Na, ich hab eine Messung. Seid, nehmt euch mal den Notruf an, wir bleiben jetzt in einer Passstelle. Das Kennzeichen mal, gegen wen das gehört. Check. Ja. Ist der Einsatz? Dann sprechen Sie mal gerne den Halter direkt an. Soll im Hafenbereich irgendwo sein? Eine Frau war das, unbekannte Nummer, meinte, mehrere Fahrzeuge verfolgen sie und schießen bereits auf sie von der Racing-Szene. Frage der 518, wir sollen uns anschließen. Das ist die CH4GW. Boah, Computer. Fahrzeuge. Jawohl, 518 mit den Racern da anschließen. Komm, einer mit in den Hafenbereich. Halter ist Pacific Standard Band, Fahrer ist Lami Sala. Nee. Personenabfrage. Könnte wie gesagt eine Ablenkung sein, die Dame klang sehr herzlich. Keine Angaben, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mal kurze Info, wir haben eine erfolgreiche Speedcam-Messung gehabt. Der Fahrer bzw. Halter des Fahrzeugs Pacific Standard Bank eingetragene Fahrers Lami Salah. Wir sind gerade in der Downtown-Baustelle Richtung Süden. Frage, soll ich den 1020 Funk von der 1060 wieder aufnehmen oder erstmal noch breaken? Funken Sie weiter. Check, dann sind wir wieder am Stadtpark, südlich der Stadtpark Richtung Osten. Abgebogen Richtung Süden. Gerichtsgebäude Richtung Süden. Gleich bis gleich die Strawberry Tankstelle Richtung Süden. Funhouse Richtung Süden. Abgebogen Richtung Osten. Nördlich des Jake's Chicken Richtung Osten. Fahren auf das Davis Department zu. Nordseite Davis Department weiter Richtung Osten. Wir gewinnen gerade sehr stark an Geschwindigkeit. Sind weiter Richtung Osten unterwegs. Fahren jetzt wieder rüber die Brücke an der Beer Factory. Nordseite Beer Factory Richtung Osten. Weiter Richtung Osten. Südlich Wallis Brause Richtung Osten. Fahren jetzt auf Elbrow Heights zu. Fahrt Richtung Osten immer noch. Sind jetzt in den Elbrow Heights, gleich auf die Ölfelder zu. Wir fahren die Straße nördlich der Ölfelder, mit Korrektur westlich der Ölfelder Richtung Norden. Wir kommen dementsprechend dann auf der
auf dem East East Highway raus. Go, David, wir sind hinter dir. Wir kriegen das hin. Ja, weiter Ölfelder Richtung Norden. Der One will uns keine Aufmerksamkeit im Hafen bieten, wird uns tatsächlich ganz spießen. Immer noch selbe Straße Richtung Norden. Wir kommen also dementsprechend. Korrekt. Air One, hört die Leitstelle kommt. Halten Sie an, Sie gefährden nur sich selbst. Ich gehe mal den Island ab und checken Sie da mal, ob Sie irgendwelche Auffälligkeiten sehen. Richtung Norden auf den Highway? Ja, nur geflogen. War nichts da. Check. East East Highway Richtung Norden. Höhe East East Highway Tankstelle. Bin ganz schön. Was macht unser Tank? Vier Balken. Also der vierte ist angekratzt. Aber da müsste eigentlich weniger haben als wir. Okay, check. 10-20, ja, weiter in East East Highway Richtung Norden. Wir haben gerade den East East Highway Tankstelle passiert Richtung Norden. Fährt nicht ab E-Werk, dementsprechend Roadblock Sandy Shores möglich. Gut, das ist ein bisschen schneller als der von der Top Speed. Mhm. Streifen mit Laurent Graf, wie sieht es bei Ihnen aus? Können Sie einen Roadblock machen? Fahren Sie auf rechts voran, die Flucht hat keinen. Fahr weg. Ich muss schon langsamer fahren. Ja, check, wir sind jetzt Höhe Windpark. Sie können uns nicht entkommen, fahren Sie auf rechts voran. Fahren wir weiter in den Highway, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zu euch. Wir sind noch auf dem Highway, ja, weiter Richtung Norden. Jetzt Höhe der Ausfahrt Sandy Shores. Box in. Ja, Box in negativ. Oh Gott. Oh, verdammt. Bleiben Sie sofort stehen. Ja. Wenn Sandy Shores ist oder so, vielleicht. U-Turn wieder Richtung Süden. Korrektur. U-Turn Richtung Süden gerade wieder. Wir sind auf dem East Highway Richtung Süden. Overwatch, die sind drauf. Ja. Ja, weiter Richtung Süden, Höhe State Prison Richtung Süden. Wir kommen dann auf den East Highway Checkpoint zu. Auch noch kurze Info, der hat uns gerade gerammt auch. 413 für 488, komm. Wir holen Sie gleich ab. Ja, stopp. Ich werde hier gerade beobachtet von einem Fahrzeug. Ich weiß nicht genau, wie sicher ich hier gerade bin. Eine Streife sofort, kurz hier abholen am Stadtpark. 1020. Nordseite Stadtpark. Check den unterwegs. Wir sind jetzt Höhe East Highway Checkpoint mit dem Fahrzeug. Halten Sie an, Sie merken doch selber, dass Sie keine Chance haben zu entkommen. Fahren Sie vielleicht zu fahren und lassen Sie den Motor aus. Ausfahrt Diamond Casino genommen. In welche Richtung? Noch unbekannt, erstmal Ausfahrt Diamond Casino, jetzt weiter Richtung Osten. Diamond Casino? Ja, kommen wir jetzt an Diamond Casino vorbei, gleich Ellie's. Einmal zur Information, bevor Sie weiterfunken, wir lassen ihn ausbluten, der müsste auch gut wenig Tank mittlerweile haben. Wir haben vier Balken weg. Dementsprechend sieht es vielleicht wie anders, schreibt auch nicht anders aus. Overwatch definitiv halt dranbleiben. Sobald irgendwo nur anders was denn ein Tank ist, dort nehmen wir den hoch. Ja, das. Ja, Richtung Osten, Richtung Norden. Ja, 80 für 43 Rekord. Jetzt. Nein, ja, so. Wir müssen noch 4488 tanken. 488, lass mich raus. Motor ab! LSPD, Motor aus! Raus da! Wenn du die Augen aufmachst, dann siehst du das aus. Auf den Boden. Auf den Boden. Ein Kollege ran. Drehen Sie sich auf den Bauch. Die können anstellen an. Ja, er wollen würde jedenfalls kurz Stadtpark anfliegen. Mein Gott. Also 1060 ist erfolgreich, Mirrorpark Tankstelle, Fahrzeug wird ausgebootet, haben Personen erstmal in Custody, zwei Personen im Fahrzeug insgesamt gewesen.
Check. C30. Wollen Sie eine extra Einladung für die Handschellen, Kollege? Negativ, die Handschellen war doch schon an. Achso, okay. Könnten, damit ich kann. Also mit einem Money. Ja, einen Moment, bitte warten Sie noch kurz, Ma'am. Ja, 1MP, Richtung, bitte, Herr. Gut, fahren Sie das Fahrzeug nach hinten, Kollege? Ja. Check. Gut, dann die Dame einmal dasselbe mit erhobenen Händen, dann gleich aussteigen einmal. Und einmal auf den Boden legen. Gut, Kollege, einmal ran, Handschellen. So, vorsichtig, Ma'am, nicht erschrecken. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Ja, 1-10-20, ich glaube, ich habe Handschellen.